Aber mit Narcoin, wenn ich hier hinschaue, sieht das aus wie der Creative-Server von einem 7-jährigen Bro. Da wohnt Trimax nicht, nur weil da ein Schild dran steht, Kevin. Okay, dann werde ich gleich eine Etage von Max Farm dafür kaputt machen. Wir gehen direkt rein. Wir gehen direkt rein. Was haben die hier gemacht, Alter? Und was ist mit Reeps Haus passiert? Da kommt jetzt noch ein Drache drauf. Das wird richtig geil. Das ist geil, ne? Ich finde ihn übertrieben geil, den Drachen. Da wird so ein Eisdrache kommen, Revi. Wie aus Game of Thrones. Game of Thrones? Junge, das sieht aus wie ein Typ, dem das Gebiss fehlt. Ach komm, Revi. Revi, man. Wir hören alle schlecht zu reden. Max, zieh das aus. Ach, Trimax, bitte. Was soll denn die Schrotter? Das ist doch Dings. Warum? Ich wurde geprankt. Weil ich bin der Einzige mit null Toten. Jetzt habe ich Curse of Binding. Jetzt wurde mir reingeballert mit so einem System. Nein! Hast du den jetzt habe ich den Drachenkopf und die Elytra. Ich bin One-Shot von jedem Creeper. Ich verbrauche alle 10 Minuten einen Totem auf Undying. Alter, was bist du für ein dummer Loser? Wer hat das mit dir gemacht? Stegi hat mich richtig geprankt. Der Kopf bewegt sich sogar, wenn ich rede. Red mal. Ja, hallo, ich bin Trimax und ich rede. Max, warum so bist du? Das nämlich. Junge, geil. Du bist ja ein geiler Loser eigentlich, oder? Ja, schon. Wie findest du meinen Boden, Revi? Findest du meinen Boden? Dein Boden ist super satisfying. Oder? Weißt du, was Sau sagt? Was? Das. Nee, das sowas finde ich eklig. Nee, ist geil, Romatra. Sehr schön. Ja, nee, sieht gut aus. Warum bin ich so ein krasser Bienenzüchter? Was ist los mit mir? Ach, Trimax, was willst du machen? Ich lese gerade im Chat. Max, was willst du machen? Ich will es direkt verhindern. Einen Honig-Golem bauen. Das wird unfassbar krass. Wir brauchen erst 2 Wochen, um alle Materialien zu sammeln. Alter, mach mal bitte erstmal deinen Turm fertig, du Hässlicher. Ja, aber es wird noch ein riesen Honig-Golem entstehen. Ja, aber mach doch erstmal den Turm fertig und die Kaktusfarm da rein, Max. Nicht die Bienen angreifen, weil die sind, was war echt unfassbar aufwendig. Wir müssen jetzt ganz schnell reproduzieren. Trimax, wird gerade Nachmittag, machst du deinen Turm noch fertig? Ja, aber erstmal muss die Farm hier laufen. Hä, die läuft doch. Zu langsam. Die wird jetzt weiter aufgestockt. Wir werden die auch noch vergrößern. Aber doch nicht hier, oder? Die kommt doch in den Turm rein. Das war doch der Plan. Wir wollen hier eine riesen Glaskuppel bauen. Och. Und das soll die Superbienenzucht werden. Digga, nee. Jetzt und hier darüber jetzt wird die riesige Höllenbiene fliegen, die ich bauen will. Was wird da noch fliegen? Können wir uns nicht einmal zusammen darauf einschließen, dass ich doch schon genug ertragen musste? Guck dir mal Romatra sein Haus an, dann mein Haus und dann deins. Du bist hier so ein bisschen der Außenseiter, weil wir bauen alle hier mit den geilen Materialien und bauen die geilen Bauwerke und deins sieht ganz anders aus als unseres. Ja, meins sieht aber nice aus im Gegensatz zu deinem. Ja, das ist natürlich Ansichtssache, ne? Als Außenseiter empfindest du das, was du machst, gut. Also, ich weiß ja nicht. Und jetzt willst du eine Höllenbiene bauen, Max? Nein, ich will die Höllenbiene bauen. Das ist meine Idee. Ich hab das schon die ganze Zeit gesagt, dass ich die Höllenbiene bauen will, Revi. Boah, ich weiß ja nicht. Warum will Petrit was will ich Petrit so schnell von geworden mir? Hat jemand irgendwas mitbekommen, dass Petrit irgendwas von mir? Mein ganzer Chat schreibt, dass Petrit mein ganzes Haus sprengen möchte, irgendwas. Irgendwer irgendetwas mitbekommen? Ne, ich sehe jetzt hier nur oben, dass hier überall Wasser, glaube ich, drin ist. In meinem Haus? Ja, hier ist alles mit Wasser voll. Du verarschst mich. Guck mal, was ich hier gemacht habe. Ach nee, das sind die Scheiben, die sind blau. Nee, ist nichts mit Wasser, Revi, das waren deine Scheiben. Also mein Haus ist alles. In meinem Haus ist alles normal. Also for real. Ist das hier Max sein Haus? Hier wohnt Trimax. Wo wohnt Trimax? Wann hast du das gebaut, Max, das Berghaus hier? Hey, was für ein Berghaus? Hey, was für ein Berghaus, Kevin? Hey, hier das Haus im Berg. Hier wohnt Trimax, steht hier. Wo ist dein Haus im Berg? Diamant. Geilo, wir verstehen uns. Wo steht denn das? Da wirst du geprankt. Ich hab noch nie ein Holzschild aufgestellt. Doch, hier ist ein Schild. Hier steht, hier wohnt Trimax. Wo denn? Ja, hier am Haus. Bei welchem Haus? Ja, wenn man durch den Wald geht, am Berghaus. Hä? Bei mir? Hier, wo ich bin. Wo bist denn du? Hier am Berghaus. Was denn für ein Berghaus? Ja, wenn man durch deinen Wald geht. Mein normales Haus. Ja, weiß ich nicht, ob das dein normales Haus ist. Hier ist ein Berghaus und da steht, hier wohnt Trimax. Und das hat Max sehr schön gebaut, das Haus. Hä, hier das ist kein Berghaus. Da Aufzug drinne. Ach. Dann sind hier 10. Wann hast du das alles gebaut, Max? Was redest du, Kevin? Geschenkt haben. Ach, Junge, Kevin, was redest du schon wieder? Mann, das ist mein Haus, du Affe. Nein, da steht, hier wohnt Trimax. Guck. Ja, ach, Junge. Matra? Oh, ist der schlecht. Das ist mein Haus, hier ist Kevin. Ja? Spark, Polizei, Spark, bitte. Ich will Anzeige melden. Mann. Kevin klaut Max gerade sein Haus. Das ist mein Haus. Da wohnt Trimax nicht, nur weil da ein Schild dran steht, Kevin. Da stand ein Schild, hier wohnt Trimax. Spark, bitte, kannst du Kevin sagen, dass er aufhören soll, so dumm zu sein? Ich hab von diesem Craft Attack tatsächlich komischerweise am meisten Spaß. Ja, weil ihr mir alle auf den Sack geht, kollektiv. Ja, aber wir in diesem Craft Attack sind auch richtig strong im Bauen, muss man einfach sagen, ne? Wir haben richtig viel hier hochgezimmert. Ihr seid richtig strong im Bauen. Aber mit Narcoin, wenn ich hier hinschaue, sieht das aus wie der Creative Server von einem 7-jährigen Bro.
Front. Ja, aber sehr talentiert, der Siebenjährige. Nein, Digga, ein Siebenjähriger, der zurückgeblieben ist. Das einzige aus, was legit in Ordnung ist, das von Romatra. Punkt. Oh, nee, das ist alles geil hier, Drevi. Du weißt nur nicht unsere Baukunst zu schätzen. Ja, Kevin, daran wird's liegen. Hallo? Jo, moin. Ich wollte dir nur kurz zeigen, wo ich Slimeblöcke gelagert habe schon mal. Ja, Moment. Also, hey, der Rumpels. Wieso hast du so ein Dings Muster drauf auf deinem Elytra? Das ist Optifine Cape. Lass das. Wie, was hast du? Du hast auch ein Muster auf deinem Cape. Lass das, hab ich gesagt. Guck mal ins obere Barrel. Oh, guck mal da, Digga. Ich hab sogar noch mehr. Ey, unsere Schleims gehen langsam leer, ne? Leer? Ja. Wird so viel verkauft, oder was? Was soll ich damit? Ja, auch verkaufen. Lass damit eine Hüpfburg bauen. Ja, wolltest du machen, ne? Wolltest du nicht einen Hüpfburg-Shop bauen? Ja! 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 Willst du dir vielleicht den Kopf oder was? Mama! Ich helf dir mal. Hier, Mama, guck mal! Oh nein! Oh nein! Wie komme ich hier raus? Frag, wie komme ich hier raus? Ich mache ihm einen Gang auf und er ist wieder hoch. Au, Alter. Kevin, was willst du? Ja, ich wollte fragen, ob du Bock hast, Discord zu kommen. Vajita, ich habe den großen Bababui-Baum gebaut übrigens, ne? Wo steht der? In der Mitte von meinem Grundstück. Also Max sagte heute zu mir, der Wald ist sau hässlich, den du hier gebaut hast. Dass der alles hier hässlich macht in der Umgebung. Ich den am besten anzünden soll. Hat er das wirklich gesagt? Ja, kannst du meinen Chat fragen. Hey, aber jetzt mal ganz ehrlich, kann man sagen, dass der Wald hässlich ist? Seien wir jetzt mal ganz ehrlich. Der hat sogar einen Baum abgerissen, das hast du gar nicht gemerkt, ne? Okay, dann werde ich gleich eine Etage von Max Farm dafür kaputt machen. So. Hier vorne, aber der war auf meinem Grundstück eigentlich, ne? Den ich handgebaut habe? Nein, das war kein handgebauter, den hast du niemals handgebaut. Ich habe den selber gesehen, das war ein Vanillabaum, den hast du so hochgezogen. Stimmt nicht. Du bist nämlich mit deinem ganzen Urwald, bist du schon sehr nah an mein Haus gekommen. Komm, Revi, muss man sagen. Ja, du findest es auch geil. Nein. Das sage ich jetzt aber auch nicht, weil ich anti bin gegen dich, sondern weil ich hatte hier eigentlich den Plan, vorne noch bei mir Hecken und so hinzubauen. Ja, mach doch, du Deutscher. Deinem, bau doch Hecken. Ja, du bist mit deinem Wald hier schon sehr, sehr, sehr mir auf den Pelz gerückt, um es mal so zu sagen. Ja, ist das so? Ja. Hater. Naturhater. Ah, das ist der dicke Baum hier. Wo hast du denn die ganzen Schumlights her? Oh, habe ich mir schön gefarmt im Nether, du Geilsau. Werde ich mal deine Streams demnächst durchschauen. Ja, du hast ja nichts Besseres zu tun, ne? Ja. Ja, hast du nicht. Was ist jetzt mit deinem Haus passiert? Was soll mit meinem Haus passiert sein? Ja, keine Ahnung, du meinst vorhin die ganze Zeit, in deinem Keller ist irgendwas. Die Zuschauer sagen, dein Keller. Ja, Patrick baut eine Prüfung in meinen Keller. Und wenn ich die nicht bestehe, sprengt er morgen mein Haus um 20 Uhr. Scheiße. Das werde ich morgen sehen dann. Der baut da irgendwas hin. Nicht spoilern, du sollst da nicht runtergehen, sonst rastet er aus. Der hat gesagt, da sprengt er irgendwas. Keiner soll sehen, was der macht. Vertraue ihm einfach. Ich gebe ihm jetzt die Chance bis morgen. Und entweder es wird geil oder nicht. Aber ich muss mir keine Sorgen machen, dass wenn morgen hier wieder der Krieg ausbricht, dass irgendwas zu mir rüberschwappt. Kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, was er da plant. Ja, kann ich mir nicht sagen, das hört schon wieder an. Hast du mich schon wieder in irgendwelche Dinge ungewollt involviert? Ich frage dich jetzt ernsthaft. Bin ich schon wieder in irgendwas involviert? Involviert. Schweres Wort. Kann ich nicht sagen. Sau strong, ey. Ich hab fast anderthalb Kisten voll mit XP-Potions. Wann krieg ich davon was? Oder kriegt ihr alle Trimax? Nein, die sind für Romatra. Du denkst immer nur, dass ich bei Trimax schleime, aber ich helfe auch Romatra richtig viel. Und davon habe ich ja gar nichts in dem Sinne. Das stimmt. Von Romatra, also Romatra zu helfen, das bringt wirklich absolut gar nichts, hast du recht. Ich helfe Romatra, weil ich den mag. Weil Romatra ist übelst der, ich mag den, der ist übelst der chillige Dude. Findest du Romatras chillt und nice? Ich finde, der ist schon ein chilliger Dude. Ja, bin ich anderer Meinung, aber... Nein, Spaß, ich mag Romatra actually auch sehr gerne. Ey, Leute, es sieht ja wohl mal so wild aus. Und hier vorne rechts kommt die Statue von Gustav morgen hin, Leute. Geil, Alter. Boah, Junge, es sieht so schön aus. Sieht aus wie aus einer RPG-Map, Junge. Hier rechts ist jetzt zum Beispiel so ein Händler. Ja, Leute, geil. Es sieht absolut geil aus. Ich bin sehr zufrieden. Also, Leute, ich bin raus. Bis später. Tschüsschen.